Hunting with a Crucifix. Nee, das. Ja, wenn es funktioniert, funktioniert es, aber. Das werde ich auch nicht versuchen zu triggern. Dirty Water in der Sink, die haben wir ja alles zusammen. Hier mein Ziel: erstmal auf Asylum alleine, nur den Geist finden und gut ist. Wird wohl nicht gleich hier sein. Are you here? Can you give me a sign? Gut, hier wäre jetzt mal Gelegenheit gewesen, das Parabolmikrofon auszuprobieren. Give me a sign. Ich hab Glück. Was ist hier? Ist hier ein Lichtschalter in der Nähe? Nicht nett, ne? Wäre auch schon wieder zu viel Glück. Trotzdem mal hin und nehme mir hier zwei Sachen mit, das Buch und die Kamera, damit es ein bisschen flotter geht. Ist auch kein Licht an, aber ich habe irgendwie das. Es sieht irgendwie so komisch aus, ne? Gut, ich trage mal schon mal Freezing ein. Das hatte ich auf alle Fälle. Aber Kamera kann man noch mal umstellen. Vielleicht stelle ich das so ein bisschen schräg. Vielleicht muss ich aber auch das. Ich glaube, ich muss die Tür zumachen. Ich habe die Tür nicht zugemacht. Ich glaube, das Licht vom Gang, das stört. Ich glaube, das Licht vom Gang stört. Aber ich nehme die Spirit Box mal noch mit und eine zweite Kamera. Nur zur Sicherheit. Oh, ich muss ja den. Oh, ich hab's. Ja, ich hab das Thermometer noch. Aber gut, Thermometer brauche ich glaube ich jetzt auch unbedingt nicht mehr. Ich denke, da hinten in der Ecke ist es. Hab jetzt gemacht. Ja, ich glaube, die. Are you here? Are you old? Are you young?
Are you with me? Are you with me? Is somebody here? Are you here? Sind eine Waschmaschine, schade. Ich dachte, wir vielleicht noch ein Spülbecken. Okay, aber dann kann ich auch mal da drin nach Fingerabdrücken suchen. Aber sieht immer noch nicht besser aus mit der Kamera. So, irgendwie habe ich hier so. Ich sehe auf den Kameras gar nichts. Ist doch alles viel zu hell und es ist nirgends Licht mehr an. Also wenn ich einen Orb erkennen würde, dann müsste er höchstens so am Rand Wie gesagt, wenn der jetzt vorbeifliegen. nicht wirklich hier irgendwo am Rand vorbeifliegt, der Orb, werde ich nicht erkennen. Spirit Box war ja auch eine Pleite. Im Buch stand bisher auch nichts drin. Ich habe zwar das Buch in der Kamera, aber ich kann es nicht erkennen. Meinst du einmal, du hättest Glück mit der Position von der Location vom Geist. Ich gehe noch mal hin, nehme noch sowieso, wollte sowieso noch ein zweites Geisterbuch mitnehmen. Habe ich die UV-Lampe bei? Und nehme UV mit. Wo ist denn der Breaker eigentlich? Ich laufe jetzt nicht da ewig noch. Bin froh, dass ich den Weg finde. War da eine Tür angefasst, aber die jetzt zu finden. Lichtschalter. Auch kein Fingerabdruck drauf. Okay.
Okay, jetzt sind die Bilder schon mal ein bisschen deutlicher. Wo es näher ran steht. Aber ich sehe keinen Orb. Eben hat er so sehr geblendet. Ja, das ist immer noch ein bisschen doof. Spirit Box hat nicht funktioniert. Ghostwriting hatten wir auch noch keins. Orb haben wir auch nicht. Was ich nicht getestet habe, ist EMF. Da gehe ich gleich mit mal hinten hin. Und probiere vielleicht auch nochmal die Spirit Box aus. Und stelle nochmal ein bisschen an den Kameras rum. Are you here? Give me a sign. Ich hätte auch das so faulig hier lassen sollen. Are you here? Are you close? Are you old? Are you young? Can you write into the book? Das ist doch mal ein schöner Winkel. Na komm schon, gib mir ein Orb. Es muss irgendwas doch sein. Es ist kein Ghostwriting. Ich finde keine Fingerabdrücke. EMF-Ausschlag hatte ich auch. Ich hätte es EMF fliegen lassen sollen. Ich habe es wieder mitgebracht, ich Idiot. Ich gehe noch mal rein mit gleich mit der UV-Lampe. Er macht auch kaum was, ne? Auf der sieht man nichts. Das ist die Kamera. Aber das hier ist eigentlich auf noch der der sieht man beste nichts. Blickwinkel, den wir haben und auf dem man eigentlich noch am meisten sieht. Aber in dem Geisterbuch hier steht auf alle Fälle mal nix. Ich messe auch vielleicht noch mal nach, nehme doch noch mal das Thermometer mit, um noch mal zu gucken, wo genau unser guter Christopher sitzt. Aber es ist echt schwer. Weil ich so gar nichts habe. Ich krieg keine Spirit Box, habe ich ja schon mal ein paar Mal probiert. Ich habe Fingerabdrücke, habe ich auch schon geguckt. Gut, hier ist halt auch nicht viel, wo er Fingerabdrücke hinterlassen kann, außer an den Türen und einen Lichtschalter. Aber, ja, aber Ghostwriting habe ich auch nicht und Orbs habe ich hier auch keine. Aber neulich hatte ich ja schon mal, dass ich die nur aus einem Winkel gesehen habe. Da mir diese andere Kamera eh kaum was bringt, weil es Bild viel zu hell ist. Vielleicht stelle ich das mal an eine Wand, so runter zu gucken oder so. Ich weiß nicht. Das war neulich in dem Farmhaus ja auch. Da habe ich die 1 Meter nach vorne gestellt und plötzlich hatte ich einen Orb. Und auch wieder in dem anderen Farmhaus war das ja, wo es nur wirklich einen gab über der Treppe. Ich habe hier, wo das Kruzifix liegt, minus 10, minus 8, minus
minus 11 so rum. Hier. Auch minus 9. Wohl die Raummitte. Was steht in keinem Buch was drin? Oder? Ja, ist eher hier so minus 10, minus 11. Okay. Das Kruzifix mal. Hier hin. Messen nochmal. Das Buch sollte eigentlich auch gut liegen, wenn er da wirklich ist. Ne, von der habe ich ja noch am meisten gesehen eigentlich. Scheiße, ey. Sehe ich gar nichts auf dem Ding. Ich guck mal, ob es hier irgendwo noch eine Treppe hochgeht. Ob das eventuell vielleicht doch der falsche Raum ist, also über mir ist oder unter mir. Ist nicht. Müsste ja ungefähr dann hier irgendwo sein. Hier ist die Treppe. Oder? Knochen. Und ich höre dort die Worte. Okay. Das hatte ich jetzt auch noch nicht. Ich hoffe, das finde ich hier nochmal. Bin zwar immer noch bei 70, aber da das jetzt noch eine Zeit lang dauern wird, werfe ich mir ein paar Pillen ein. Okay, ich bin hier lang. Nehmen wir jetzt mit Spirit Box und EMF. Are you here? Are you old? Are you young? Are you here? Are you with me?
Are you here? So das Gefühl hier ist auch nicht. Give me a sign. Ist auch dirty water. Ich habe keine Ahnung. Hier auf dem Gang ist halt eben extrem kalt. Quasi überall sein. Ich leg mal echt nur um den Spaß mal das hier auf den Gang rauf. Can you write into the book? Ich lasse das Thermometer mal hier liegen. Weil, can you give me a sign? Are you here? Das hier ist mir echt ein Rätsel. Das funktionieren soll. Ich hatte mich am Anfang so gefreut. Ich würde nur einfach gerne den Geist finden. Das andere alles brauche ich gar nicht, aber das hätte ich schon gerne raus. Gib mir irgendwas. Hier gibt's auch keinen Orb, Mensch, ey. Das ist echt so bitter. Weil ich scheine einfach den Raum nicht zu finden. Hol mal jetzt noch die. Ich nehme jetzt die Kamera mit, mach mal meine Dirty Water Fotos. Nehme von vorne noch die andere Videokamera mit und stell die wirklich mal um den Spaß hier auf dem Flur. Gehe dann mit dem Thermometer noch mal ein bisschen rum. Ja, wäre ja auch zu schön gewesen. Hätte ins Buch geschrieben hätte, aber hier ist einfach freezing und ich weiß nicht. Ist einfach hier auf den Gängen saukalt. In den Bädern auch. Aber hier in den Räumen, wo es sein könnte, ist halt eben nichts. Hier ist, wie gesagt, hier ist alles freezing auf dem Flur. Are you here? Are you with me? Are you old? Hallo CJ. Are you young? Where are you? Give me a sign.
ist echt verhext. CJ, ich kann den einfach nicht lokalisieren. Hier ist es überall kalt und freezing. Aber ich finde die Position von ihm einfach nicht. Ich höre Türen gehen. Ich habe eben auch mal gemeint, es wäre was hingefallen oder runtergefallen. Er ist immer noch 70, okay. Hier sind die ganzen Spülbecken an. Also echt ein Eldorado an Dirty Water in a Sink. Aber ich habe keinen Orb. Das ist jetzt schon die zweite oder dritte Stelle, wo ich gucke und ich habe einfach Ja, halt keinen hier. Orben. Auf den Klos ist freezing. Auf den Gängen ist überall freezing. Das hilft mir dann halt eben auch nicht, den Raum genau zu festzustellen. Das heißt, ein Thermometer, ja, ist doof. Und irgendwie habe ich heute auch irgendwie diese Störung in der Kamera, das ist alles viel zu hell. Selbst wenn da ein Orb wäre, würde ich ihn darauf nicht erkennen. Ich hatte ja gehofft, ich würde auf den installierten Kameras vielleicht was sehen, dass irgendwo was auf dem Boden liegt oder sonst irgendwas, damit ich irgendwie sehen könnte, wo, da steht meine Kamera, auf dem Gang, war ich also eben, da guckte also auch rum, da hat da Dirty Water gemacht. Aber auch auf der fest installierten Kamera sehe ich keinen Orb. Ich gehe mal nochmal durch den Keller unten. Thermometer habe ich noch bei. Nur zur Sicherheit, weil ich wieder länger, denke ich, drin sein werde. Höre ich hier unten tatsächlich auch Wasser? Oder ist das das von oben? Könnte es auch sein, dass man das von hier oben... Ja, wenn ich hier runter gehe, dann wird es lauter. Ich glaube, ich höre das von oben. Ich glaube, dass der so Rabatz gemacht hat hier. Nee, ich gehe oben nochmal gucken und stelle dann die Kamera mal auf das zweite Klo, das Und zweite ist Klo rein. nix. Manchmal ist auch so ein bisschen in der Nähe, wo der Knochen ist. Hier ist nichts. Der Fahrstuhl, das ist erst recht nichts. Ist auch warm drin. Oh, hier ist noch ein Raum. Ich habe hier Glück. Schon wieder zu weit weg um. Aber egal. Mal gucken. Vielleicht ist wirklich hier. Lass mir hier mal als Marker sozusagen das Thermometer liegen. Oh, ich habe hier auch noch. Ich habe hier EMF bei. Give me a sign.
Are you here? Are you here? Where are you? Oh, endlich. Ist da noch ein Bild drauf? Ja, leider nicht. Are you here? Where are you? Give me a sign. Are you old? Are you young? Are you here? Are you here? Where are you? Are you close? Are you far? Are you with me? Where are you? Are you here? Can you give me a sign? Ich stelle da hinten nur mal um sich wirklich sicher zu sein, eine Kamera rein, weil das ist noch. Versuch mal noch mal zurückzufinden. Ist ja dem schade, ich kann vom Writing kein Bild machen. Immer noch mal raus auf den Gang. Er hat jetzt auch hier ins Buch geschrieben. Vielleicht finde ich dadurch meinen Orb. Finden die mit. Da ist der Orb. Oder? Da in der Mitte war er. Weil ich glaube, es ist wirklich ein Yuri. Ein Demon wäre aggressiver. Es ist weit weg. Aber ich meine da so. In der Mitte bei diesem umgedrehten Bett. Da, genau, da habe ich endlich den Orb. Ach, guck, wie viel Dirty Water vor dir. Ich habe 1, 2, 3, 4. Aber das hat er mir nicht mehr gezählt. Wahrscheinlich war das, ja, das war hier mit drauf und. Aber wenn ihr wirklich so viel Waschbecken kriegt, Dirty Water, das ist echt eine, das ist eine Goldgrube da, ne? Weil da jedes Foto zählt. Ghost Orb, Yuri. Das ist echt, das war echt ein Abenteuer. Weil, ja, einmal alleine. Und dadurch, dass das hier überall Minusgrade waren. Ja, jetzt sieht man den Orb nochmal in der Mitte. War das echt, echt, schwer zu finden. Ne, Kruzifix, mache ich hier nicht. Was ich noch mache,
ist, ich bin noch bei 80%. Ich gehe rein, fotografiere noch das Buch und nehme auf dem Rückweg den Knochen mit. Und dann gehen wir hier raus. Das war echt, echt Mörder. Und ja, bin aber froh, dass ich dran geblieben bin. Das hätte mich echt verfolgt, dass ich, wenn ich das nicht gefunden hätte. Kann ich noch das Buch aufheben? Ich habe die Spirit Dogs noch bei, die brauche ich nicht mehr. Wenn ich Glück habe, schreibt er mir vielleicht nochmal ins Buch und ich kann noch mehr Geld scheffeln. Den nehme ich auf dem Rückweg mit, weil ich den noch so ein bisschen brauche als Wegmarke. Mal hier hin. Na, wenn ich bedenke, wie lange es gedauert hat, bis er beim ersten Mal das gemacht hat, Knochen müssen wir links und vorne bei dem Bett müssen wir, glaube ich, nochmal links. Ja, jetzt sieht man auch noch mal ein schöner dicker Orb. Genau da in der Mitte. Also haben wir alles. Es ist jetzt halt eben doof. Ich sehe nicht, ob es sich nochmal lohnt reinzugehen, ob er in das andere Buch was reingeschrieben hat. Mit den Kameras hier war das echt schwer, weil hier erkennt man nichts drauf. Hier und hier. Also die Kameras, die hier fest installiert sind, alle nutzlos, obwohl es, wenn man ja sieht, dunkel ist. Hier so ein bisschen was. Aber die hier sieht man ja, die sind nutzlos. Wir machen jetzt irgendwie, ich habe den Knochen, ich habe ein Interaction-Foto durch das Buch, tonnenweise Dirty Water und Kruzifix mache ich jetzt nicht mehr, weil ja, ich kann es nicht genau eingrenzen, wo er ist. Wahrscheinlich ist er wirklich hier auf dem Flur. Und, aber ihr habt ja gesehen, der kann ja sonst wo noch sein. Es ist ja, in dem ganzen Bereich waren ja Minusgrade quasi direkt vorne rechts, wenn man so durch diese Tür in den zweiten Flügel da reinkommt. Da fing es ja schon an und ging weiter. Und ich habe eben den Fehler gemacht. Das werde ich mir angewöhnen müssen. Auch mal so ein bisschen den Bereich rundrum mal abzufühlen. Gerade bei so großen Gebieten. Aber hier jetzt für mich alleine Kruzifix hinzukriegen, ist echt Glückssache. Da gehe ich wahrscheinlich eh bei drauf. Mir tun jetzt auch die beiden Sanity Pills, die ich genommen habe, nicht so leid. Ich hätte, glaube ich, das zweite vielleicht nicht unbedingt einnehmen müssen. Aber ich muss halt eben lange da sein oder im Gebäude sein, um. Dann sind wir endlich aus dem Asylum draußen. Aber wirklich, dass wir auf fast dem ganzen Stockwerk, dem ganzen Flügel auf dem Boden Minusgrade waren. Ja, Juri haben wir richtig. Objective 2 haben wir, Objective 4. 3 war halt eben das mit dem Kruzifix. Ja, war halt eben nix, weil ich hätte nicht gewusst, wo ich es hinlegen soll, um zu gucken, wo der startet mit der Hand.